So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Scrap Mechanic Survival Modus. Wir sind in der letzten Folge, sind wir schon ein gutes Stück gekommen, hoffe ich mal. Wir sind jetzt hier noch ein bisschen auf einer ersten Farmtour, sprich, weil natürlich erstmal ein paar Ressourcen benötigen. Jetzt kommen schon wieder zwei. Na gut. Ah, da gibt es ein Komponenten-Kit. Ah, noch eins. Sehr schön. Kann ich ihn mir nach hier unten legen? Ja, dann sehe ich genau, wie ich habe. Und zwar brauchen auf jeden Fall 10 davon. Somit können wir uns nämlich einen Craftbot herstellen. Na, da habe ich es doch direkt gesehen. Muss ich hier wirklich im Spiel überall umgucken. Ah, direkt noch ein Komponentenkit. Dreimal Wasser. Okay. Nehme ich gerne an. Also, erstmal gucken wir uns hier ein bisschen unten um. Passt soweit. Dann gucken wir uns hier die Tasche einzeln durch. Bisschen Öl. Wir bestimmt später dann den Motor damit laufen lassen. So ein bisschen Dünger. Ich habe irgendwie Angst, jetzt rüber zu laufen, kann es einbrechen. Na, kann zum Glück nicht einbrechen, das war's hier schon. Wir haben jetzt genau 10 Komponenten-Kits, aber ich möchte gerne noch ein paar mehr holen. So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Warum kann ich hier nichts, kann man sprich vielleicht hier so ein Getreidefeld mal abernten, da habe ich ja hoffentlich genügend Nahrungsmittel. So, nochmal so eine Kuhmilch. Das sind das Lenden. Das ist ein Container. Ja, sieht zumindest mal nach da aus. Kann ich den irgendwie aufschlagen? So. Auf jeden Fall haben wir hier Wasser. Ich glaube, wir können auch mal das erste Beet dann errichten. Was haben wir denn hinten? Fliegen? Oder was soll das sein, wenn das ein kleiner Sohn rumfliegen? Ja, tatsächlich, Bienen! Das ist immer die Sache, warum ich weiß, wo der Gegner ist. Ist ja nichts drin. Das ist irgendwie Roboter, warum mal die Manne hier diesen. Okay, ich darf nicht so. Wie ich das jetzt geschafft habe. Ich hoffe, ich muss noch einmal wegräumen. Wie viele sind da drin? Ja, wohl noch ein Komponentenkit. Ich lasse jetzt mal die hier liegen. Kann ich vielleicht später mal einen Schwung da mitnehmen. So, Honig nehmen wir uns dann auch noch direkt mit. Ich weiß halt noch nicht, was ich mit den ganzen Teilen machen kann. Also das Einzige, was ich vielleicht weiß, ist, dass ich im Spind, dass ich da vielleicht was drin lagern kann, dass ich hier mit was anbauen kann. Was man halt so ganz normal schon im Creative-Modus damals hatte. Aber sonst kann ich nicht groß sagen, was ich jetzt was genau brauche. Also Komponenten-Kit kann ich bestimmt Sachen herstellen. Ich glaube, davon werden wir vielleicht noch viele brauchen. So, die Steine können wir ja noch nicht abbauen.
mache ja noch direkt noch eine Kiste. Eine Batterie. Oder vielleicht Strom oder so ein bisschen treiben. Ich weiß einfach nicht. So, möchte ich hier gerne mal vorbeigucken. Kann ich mich rausnehmen, obwohl wir hier aussehen, wie ich da lieber auch mal keine haben. Was haben wir denn hier Schönes? Das sind die Karotten. Äpfel oder Tomaten. Ich denke Tomaten. Rüben. Salat, Brokkoli. Also wir auf jeden Fall Sachen haben. Ah, hier steht sogar noch eine Erklärung, was ich machen muss. Was soll noch kommen, ist so ein Container daraus. Okay, ich mir. So, dann wollten wir noch hier ein bisschen Honig mitnehmen an dem Stein da. Kriege ich ja auch Essen raus. Ich habe noch ein bisschen Mais mit. Können wir später vielleicht mal für was gebrauchen. Jetzt möchte ich hier mal gerne. Bitte greifen Sie mich da nicht an. Ah, greifen Sie mich zum Glück nicht. Was bräuchte ich vielleicht, Honig oder Wachs? Haben wir 10. So, zum Glück greifen die mich ja nicht an. Achso, so werden wir da hochgekommen. War ich noch so ein Einzelner? Genau da oben habe ich drauf. 11 Honig reicht dann auch mal für den Anfang. Hier ist ein Fleisch. Können wir vielleicht wieder braten, Kupfbot. Ich glaube, ich soll mal wirklich vielleicht anfangen, mal ein Beet zu machen. Das würde ich dann auch direkt hier unten dann am Wasser errichten. Denn ich will, glaube ich, nicht mit einem Eimer immer was nach oben tragen. So, dann wollen wir direkt hier im Wasser, glaube ich, dann mal. Kann ich hier tauchen? Ja, kann ich. Sieht also so aus, als ob wir unter Wasser was fahren müssen. So. Ich beanspruche dieses Land und deshalb nutze ich hier meinen. Spind. Ah cool, da kann ich Sachen reinlegen. Lege ich jetzt mal Sachen rein, mit denen ich glaube, ich werde sie nicht so schnell brauchen. Zum Glück haben wir hier so viel Zaun, da musst du nicht nachbauen. Was passiert, wenn ich so einen Roboter mit Wasser abwerfe? Überschütte. Anscheinend nicht viel. So, dann möchte ich mal kurz hier umgucken. Ja, wollte ich ja meinen Craftpot holen. So. So, schauen wir kurz hinten rein und bauen uns dann den Craftpot. So. Craftpot. Herstellen. Zum Glück haben wir schon fleißig Ressourcen gefarmt. Ich habe Eingang zu der Überwachungskamera, das ist gleich so ein Roboter mir hinschickt. Gibst du da Craftwork? Okay, hier können wir einige Sachen drin herstellen. Das sind sogar alle. Okay, die nehme ich dann direkt mal mit. Damit bin ich aber nicht so schnell.
Funktioniert das? Na cool. So muss ich annähernd halbwegs sprinten. Ich hoffe nicht, da backt sich da nicht weg. Da das da Strom braucht, nicht haben wir vielleicht ein kleines Problem, obwohl wir haben Batterien. Haben wir vielleicht Glück. Und dann sehen wir uns, wenn wir hinten sind. So, dann sind wir auch mal hinten angekommen. Und dann platzieren wir den einfach mal da so hin. Und können jetzt hier Sachen herstellen. Connection Tool. Ah, konnte ich mich schon erinnern, damit konnten wir die ganzen Fahrzeuge dann mit zusammenschrauben. So. Gibt es eine Möglichkeit? Tools, Block. Okay, der Block hat natürlich seine Gewichtsstabilität. Okay. Und hier sind die ganzen Komponentenparts. So aus, dass man das hier irgendwie mal zum Craften braucht. So, dann sind hier die ganzen Maschinen. Schalter, Sensoren, Federn, Pisten, Motoren, Sitze, Antriebe, Controller, Logik. Ich weiß noch relativ, was das hier. Achso, ein Container. Vakuumpipe. Pumpe. Ach cool, Lagerchest. Sehr schön. Ah, damit können wir bestimmt Steine und hiermit können wir dann besser Holz farmen. Was wir das bauen? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall wollte ich jetzt hier ein Beet anbauen liegen. So, dann sage ich auch mal hier direkt hier am Wasser. 1, 2, 3. 5. Dann hier mal den nächsten 5er Paket drauf, dann nochmal 3. Einfach hier mit. Ach gut, kann ich dazu auf einmal. Manchmal nicht, manchmal funktioniert. So, dann schießen wir die weg mal. Und dann brauchen wir auch, glaube ich, mal Tomaten. Sie haben mich ja schon gesehen, die geben relativ viel Wasser. Und Karotten haben mir recht gut Nahrung gegeben. Deshalb brauche ich die auf jeden Fall schon mal an. Und dann brauche ich noch jetzt einmal Kartoffeln und einmal Rüben an. Weitermachen. Ah cool, ich kann hier die ganzen Saatgutpäckchen. Was? Ich habe jetzt Angst, dass dieser Countdown hier abläuft. So, wenn ihr das Spiel selber wollen, wenn ihr das Spiel. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, könnt ihr mal gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich das Spiel verlinkt. Über meinen Partner Instant Gaming. Dort bekommt ihr die Spiele relativ günstig von 60, 70, 80% Rabatt, auch manchmal nur 20, aber relativ günstig bekommt ihr das Spiel und ich bekomme noch 3%, wenn ihr über meinen Link unten kauft. Somit unterstützt ihr noch ein bisschen meinen Kanal und ja. Mit habt ihr eine Win-Situation, ihr bekommt günstig Spiel und ich komme ein bisschen Provision. Ja, Provision glaube ich. Also wächst hier schon alles recht gut. Ich möchte gerne noch mal da hinten gucken, was ich für. Okay, wir können also auch TNT hier herstellen. Und ich laufe mal kurz nach da hinten und hole mir noch mal kurz. Weil wir mal angucken, was ich für so eine Raffineriebot benötige. Ich hoffe, mein Feld wird in der Zeit nicht kaputt gemacht.
Ich hoffe, ihr seht relativ was in der Aufnahme. Ich könnte ja mal kurz in den Optionen. Ich glaube, ich schalte hier das einfach mal im Aufnahmeprogramm ein bisschen heller. Oder ich benutze die Nacht dann immer, um gut zu farmen. Obwohl es eigentlich auch nicht so toll. Schauen wir mal. So, dann gucken wir mal kurz hier in die Werkstatt rein. So. Ah, cool, ich sehe ihn auch von weit weg. Oh, vielleicht so eine Ressourcencontainer, da brauchen wir 30 von den Blöcken. Hiervon brauchen wir 60 von diesen Blöcken, noch ein paar Parts. Sieht mir aber nach Metall aus. Anscheinend gab es hier auch mal Menschen. Hier Roboter sehen sehr böse aus. Weil ich noch nicht gesehen habe. Ich will ja auch irgendwie nicht sehen. So, dann rennen wir kurz mal nach unten. Zu unserem kleinen Beet. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir bald hier was Tolles herstellen können. So. Rechtzeitig sind wir auch zurückgekommen. Und genau, das war der Block. Metallblock. So, davon brauchen wir 60 Stück, also reicht das schon mal nicht. Und so können wir dann später mal gucken, ob wir hier noch was Tolles finden. Metallblock 2. Ach, dafür brauchen wir hier unsere Glut. Ah, zum Glück haben wir da direkt was mitgenommen. Bist du das, oder? Was macht hier die komischen Geräusche? So, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Klebstoff stellen wir aus Muscheln her. Hier ein Wasser, dann kriegen wir Wasser. Chemikalien. Okay. Das sind aber recht große Karotten, muss ich wirklich mal sagen. Oh Gott, hier kommen Roboter. War das alles? Bitte. Bitte war das mal dann soweit alles. Dann können wir noch mal kurz hier reingucken. Ah, dafür brauchen wir auch Honig für den Honig für bessere Reifen. Hier brauchen wir. Das kann ich nicht sehen. Okay, aber unsere Pflanzen sind nicht kaputt gegangen und das ist schon mal, glaube ich, dann was Gutes. Ich glaube, nach der Folge mache ich dann so eine kleinere Farmtour, wo ich dann wirklich mal ein paar Ressourcen hier ranhole. Das mache ich dann alles offscreen und ja, dann hoffe ich auch mal. Hattet ihr Spaß mit dieser Folge Scrap Mechanic? Ich würde mich über einen netten Kommentar freuen, über ein Like beim Video und nochmal an alle danke, die mich schon so tatkräftig jetzt hier unterstützen. Und somit sage ich auch mal, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!